Die Kollegen und Kolleginnen da auf der rechten Seite bitte ich, den Gesprächskreis vielleicht draußen vor der Tür fortzusetzen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, liebe Frau Badum, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede. Ich darf Ihnen aber dennoch etwas raten, gerade in einer so wichtigen Debatte wie beim Thema Energie und Klimaschutz, etwas mehr Sachlichkeit und weniger Polemik tut hier wirklich gut. Und wir haben da in vielen Punkten gemeinsame Ziele. Aber ich glaube, dass gerade die letzten Wochen und Tage immer wieder auch von den Menschen gefordert wird, verantwortlich, glaubwürdig zu sein. Und das, was Sie abgeliefert haben, war das nicht. Es war genau das Gegenteil von dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Es war genau das Gegenteil von dem, was die Realität im Lande ist. Wir sind auf einem ganz anderen Weg, wie Sie gerade dargestellt haben. Und deshalb möchte ich mit meiner Rede etwas Klarheit und Ernsthaftigkeit in die Debatte einbringen. Erstens. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich klar und deutlich zum Klimaschutz und zu allen Zielen, die wir international eingegangen sind. Das haben wir auch wieder gemeinsam mit der SPD im Sondierungspapier festgeschrieben. Und ich hoffe, dass wir auch gemeinsam, Johannes, dass wir das gemeinsam in den nächsten Jahren auch dann umsetzen können. Und ich will ergänzen, es gibt keine Industrienation in dieser Welt, die sich so hohe nationale Ziele gesetzt hat wie Deutschland. Zweitens. Deutschland ist Weltmeister im Ausbau von erneuerbaren Energien, liebe Freunde. Herr Bareis, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Natürlich, gerne. Bitte sehr. Vielen Dank fürs Zulassen der Zwischenfrage, Herr Bareis. Sie haben gesagt, kein Land auf der Welt würde sich so engagierte oder ambitionierte Ziele setzen wie Deutschland. Sie wissen ja, Sie haben ja eine Sachlichkeit der Debatte eingefordert. Ich finde, es ist natürlich notwendig. Aber genau deswegen frage ich Sie, ist denn nicht eigentlich viel wichtiger, dass man sich nicht nur Ziele setzt, sondern dass man sie auch erreicht? Ja. Und Sie können ja Weltmeister sein im Ankündigen von hehren Zielen und ambitionierten Zielen des Klimaschutzes und der Treibhausgasminderung. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass 2016 die Treibhausgasemissionen in Deutschland genauso hoch waren wie 2009? 2016 genauso hoch wie 2009, damals GroKo. Und 2020 wollen Sie auf das Ziel 750 runterkommen. Also das heißt, 156 Millionen Tonnen wollen Sie einsparen innerhalb von jetzt noch knapp 2,5 Jahren. Und ich frage Sie, wie wollen Sie das genau schaffen? Sie haben ja gesagt, Sie halten an den Klimaschutzzielen fest. Und von konkreten Maßnahmen, Energieeinsparungen oder Ähnliches, haben wir jetzt im Papier gar nichts gelesen. Also, Frau von Linden, vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Eigentlich ist Ihre Frage eigentlich der Bestandteil meines kompletten Redebeitrags heute. Insofern können Sie jetzt eigentlich die ganze Rede, die ich jetzt halte, auch stehen bleiben, bitte. Ich will nur sagen, dass das Sondierungspapier nur ein erster Entwurf ist dessen, was wir tun wollen. Und wir werden natürlich dann, hoffentlich dann Sonntag folgende, dann auch ein Koalitionspapier zusammenbringen, wo wir versuchen, die Eckpunkte zu beschreiben, eine Energiepolitik zu machen aus einem Guss, wie die letzten Jahre wir das auch hinbekommen haben. Und dann werden wir es auch ganz konkret in die Gesetze umsetzen. Und ich sage jetzt mal, deshalb will ich jetzt in meiner Rede fortfahren, wir sind beim Ausbau von erneuerbaren Energien Weltmeister. Wir haben es geschafft, dass wir in dem letzten Jahr 2017 36% unserer Stromversorgung auf erneuerbare Energien umgesetzt haben. Das ist Weltrekord in der Welt. Wir haben es geschafft, dass wir das Ziel, das die EU gestern im Parlament beschlossen hat, für 2030 jetzt schon erreichen. Wir sind jetzt schon 2 Jahre vor dem, was wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben. 2020 wollen wir 35% erneuerbare Energien am Stromanteil haben. Wir haben es heute schon geschafft. Da würde ich mir mal etwas mehr Applaus von Seiten der Grünen wünschen, weil hier sind wir Spitze in der Welt. Und in der Tat, wir haben auch noch ein weiteres Projekt. Wir haben den großen Umstieg des Transformationsprozesses der Energiewende. Aber wir werden auch in einer Dekade schrittweise aus 17 Kernkraftwerke aussteigen. Das ist ein Punkt, den Sie hier angesprochen haben in Ihrem Wortbeitrag. Wir werden in dieser Dekade 25% CO2-freier Stromerzeugung verlieren. Das ist unser großes Problem, das sage ich Ihnen auch sehr, sehr offen. Wir werden jetzt mit diesen hohen Zielen, die wir haben, einerseits nicht nur in erneuerbare Energien aufsteigen, wir werden auch auf der anderen Seite aus Kernenergie aussteigen und versuchen,
dass wir dann mittelfristig das Ziel 2030 dann auch wirklich erreichen, so erreichen, dass wir keine Arbeitsplätze verlieren, dass wir auch weiter wettbewerbsfähig bleiben und dass die Menschen, die normalen Menschen, nicht zu viel für ihren Strom bezahlen, dass der Strom noch bezahlbar bleibt. Das wird die ganz, ganz große Herausforderung sein für die nächsten Jahre. Und da bitte ich auch Sie, entsprechend mitzuarbeiten. Und ja, es gibt eine Lücke. Es gibt eine Lücke bis 2020. Die Experten, auch das ist schon mal ja abstrus, die Experten streiten sich, ob die Lücke bis 2020 35 Millionen Tonnen ist oder 120 Millionen Tonnen. Auch die Bundesregierung ist hier noch uneins. Das zeigt ja schon die Abstrusität dieser Debatte, die wir hier führen, dass es solche Bandbreiten gibt. Und hier brauchen wir auch mehr Sachlichkeit. Und deshalb müssen wir auch hier überlegen, wie wir Stück für Stück die Lücke schließen, wie wir auch da mehr Zahlen und Datengrundlagen haben, dass wir auch wirklich wissen, was hier noch fehlt. Da sind wir auch dran. Und es wird dann die Lücke werden wir auch dann Stück für Stück dann schließen. Und werden dann auch die Ziele, die wir uns gesteckt haben, dann erreichen. Und da wird auch in aller Ruhe und aller Sachlichkeit das Thema Kohleausstieg und Kohle ein Thema sein. Die Kohle wird die nächsten Jahre eine immer weniger große Rolle spielen. Bis 2040, 50 werden wir aus der Kohle komplett auch aussteigen. Aber wenn wir jetzt früher mit der Kohle zurückgehen, auch hier die Kohle vom Netz nehmen, brauchen wir gewisse Rahmensetzungen. Wir müssen den Kohle Ausstieg, wie er immer kommen mag, einbetten in eine europäische Strategie. Wir wollen ja nicht, dass wir unsere Kohlekraftwerke abschalten und dann von Kohlekraftwerken aus Polen und Tschechien beliefern. Das wäre keine sinnvolle Energiepolitik. Auch das muss dann entsprechend auch gewährleistet sein. Wir brauchen Versorgungssicherheit und auch stabile Energiepreise für die nächsten Jahre. Und was uns besonders wichtig ist, wir müssen die betroffene Region, die Lausitz und das Rheinische Revier, auch da immer im Blick haben. Wir brauchen hier Verlässlichkeit für die Menschen. Wir brauchen einen strukturierten Prozess für die nächsten Jahre. Die Kohleregionen brauchen auch unsere Verlässlichkeit. Und ein kopfloser Kohleausstieg wird es mit uns auf alle Fälle nicht geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben dazu ganz klar gesagt, wir wollen es dieses Jahr nutzen, gemeinsam mit unserem hoffentlichen Koalitionspartner, um hier in einem strukturierten Prozess ein Verfahren für die nächsten Jahre zu finden und dann auch wirklich Verlässlichkeit zu bringen, Klimaschutz zu ermöglichen, aber auch Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Lassen Sie mich aber noch auf Ihre beiden Anträge kurz kommen. Sie haben hier das Klimaschutzziel beschrieben. Sie haben sich auch bekannt zu einem Klimaschutzgesetz. Aber auch da sage ich Ihnen ganz offen, Klimaschutz für das Industrieland Deutschland bedeutet wirklich durchzudeklinieren, was es bedeutet für die einzelnen Bereiche. Wir müssen klimapolitische Maßnahmen treffen, europäisch denken, wie wir das umsetzen können. Wir müssen immer auf die Kosten schauen. Wir müssen auch auf diejenigen schauen, die das bezahlen müssen. Auch das spielt bei uns eine ganz große Rolle. Genauso wie das Thema Wachstum und Beschäftigung. Und, meine Damen und Herren, die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelstand und Industrie ist uns da ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Das sind sehr, sehr wichtige Fragen, die für die nächsten Jahre auch gelöst werden müssen. Und ein Appell an die Grünen. Wenn Sie klimapolitische Anträge schreiben, dann seien Sie auch so ehrlich und schauen einmal auf die Kosten für die Menschen und Auswirkungen auf die Beschäftigung und Arbeitsplätze. Reines Wunschdenken bringt uns nicht weiter, aber auch ein Risikofaktor Klimaschutz bringt nicht weiter. Wir brauchen sinnvolle Klimaschutz und da sind wir auch entsprechend die letzten Jahre Stück für Stück dran. Zweitens, Sie haben das Thema Windenergie im zweiten Antrag. Sie sprechen sich auch für einen, auch heute in Ihrer Rede, für einen stärkeren Ausbau von Windenergie. Ich sage Ihnen offen, ich möchte Ihnen da ganz, ganz klar widersprechen. Wir haben die letzten Jahre einen enormen Windausbau, über viel mehr, als wir ursprünglich gedacht haben, als wir gewollt haben, als wir auch verarbeiten können mit den Netzen. Wir haben deshalb gesagt, wir wollen diesen großen Strukturwandel begleiten mit der Ausschreibung, haben damit Verlässlichkeit in den Markt hineinbekommen und haben auch wettbewerbsfähige Preise erzielt, etwas, was Sie immer bekämpft haben, was jetzt hervorragend funktioniert. Daran müssen wir festhalten, das, was Sie jetzt vorschlagen, wird dazu führen, dass wir noch einmal dreifach mehr Mengen in den Markt bringen in den nächsten 3 oder 4 Jahren, als wir ursprünglich vorgesehen haben. Das wäre ein Irrsinn und würde in den Netzen niemals aufgenommen. Es wird viel, viel kosten, wird den Markt aufpumpen und wird wiederum größtenteils von China und anderen Ländern aufgesorgt werden, wie es beim Thema Solarenergie auch der Fall war. Wir brauchen Verlässlichkeit, gerade für den Mittelstand, gerade für den Maschinenanlagenbau, gerade auch für unsere Energieversorgung, für das System. Und deshalb rate ich hier zur Vorsicht. Wir können hier keine Strohfeuer erlauben, sondern wir brauchen auch hier Verlässlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Zubau. Wir brauchen, das ist richtig,
für die nächsten zwei Jahre vielleicht eine Lösung, dass wir einen Fadenriss vermeiden. Das müssen wir durchaus diskutieren. Da haben wir schon was gemacht, lieber Olli Krischer. Wir haben geschaut, dass die Bürgergenossenschaften, die bei euch immer ein ganz großes Thema war, dass die nicht über Gebühr eingebunden werden, dass wir auch hier schauen, den moderaten Übergang. Auch da sind wir dabei. Sonderausschreibung für 2018, 2019 nur erwähnt. Auch da sind wir dran. Und lieber Herr Barmeis, da Sie heute nicht Ihre erste Rede halten, Netzausbau, darf ich Sie jetzt bitten, genau, zum Schluss deshalb zu kommen. Zum Schluss. Wir brauchen auch, um international voranzukommen, eine Energiewende, die zwar weitergeht mit erneuerbaren Energien, den Ausbau zielorientiert angeht, Stromversorgung sicher hält, aber auch Stromversorgung bezahlbar lässt. Das wird eine große Herausforderung sein. Packen wir es gemeinsam an. Herzlichen Dank. Als Nächste spricht die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzenöhr-Sutter.